Operation Rettet Sean kann beginnen. Ich bin vorbereitet. Wir sind hier immer noch bei Fallout 4 und Carla ist tatsächlich weg. Ja, keine Munition für mich, egal. Ich werde mal sagen, wir starten die Mission. Baumila auf nicht. Das ist irrelevant. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Sekunde mal. Eine Millisekunde mal. Aufgepasst. Hast du jemanden gefunden, der mir helfen kann, ein Mensch zu werden? Hast du eine? Wir brauchen. Hm. Ich weiß, das ist. Schade. Hätte ja klappen können. Wartet mal, jetzt ist hier tatsächlich was auf der Map markiert. Bin ich jetzt gerade eingebildet oder ist was auf der Map? Das ist das Zeichen. Er hilft bei der Verteidigung. Werden die gerade angegriffen? Machen wir gleich. Streben nach mehr. Gut, wir helfen denen gleich aus, da unten. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ich möchte jetzt erstmal gerne. Ist das hier unser Sonstiges? Nee. Freiheit. Wo ist es denn? Wo ist die blöde Mission? Baumarkt. Wetterfahne. Ich bin leicht irritiert. Das gebe ich hiermit offiziell zu. Heißt Ausgabe. Bringen Sie jetzt zu Mama Murphy. Okay. Hilft bei der Verteidigung der Dingsform. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal schnell. Die ist ja gleich hier unten. Ha. Ich habe mir jetzt auch gerade den Namen der Quest nicht gemerkt, dooferweise. Aber gut, dann lass uns mal zurückgehen nach. Ach, wartet mal, er sprach, die sprach doch von einem Detektiv, nicht wahr? Da müssen wir es so oder so zur Detektei. Da. Ah, wartet mal. Dafür nehme ich lieber mein Jagdgewehr. Und tschüss. Ganz wie du willst. Oh, wow. Die Frau hat sogar Fusionszellen bei sich. Wir werden also platt gemacht, ja? Denkst du etwa, ich hab Angst? Hoch. Mein armer Mist. Hoch. Oh, jetzt habe ich die Frau angeschossen. Entschuldigung. Vielen Dank für deine Hilfe. Mach 2,50. Freut mich, dass ich helfen konnte. Dein Timing war perfekt. Wer weiß, was uns ohne dich hier zugestoßen wäre. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Das war's. Na gut. Dann setz mal das Cross of Diamond. Da unten. Dann vergessen wir jetzt hier die Farm. Soll sie doch verhungern, die blöde Farm. Ist mir doch egal. Was? Verhungern? Ja, untergehen. Dann lass uns jetzt mal in die Detektei gehen. Nach diesem natürlichen Ladebildschirm. Ist ja klar. Ah, jetzt. Wartet mal, wo war die Detektei? Die Detektei war nicht hier runter. Hier waren Waffen. Ich glaube hier lang, oder? Ja, Detektiv, das ist Gewächshaus. Moment mal, sitzt der Detektiv im Gewächshaus? Ja, das habe ich mir gedacht. Das war's nicht. Okay. Ist da vielleicht ein Pfeil, wo es lang geht? Wir könnten uns aber mal die Dings markieren. Jupp. Ah, da.
Krone ist hier jetzt 15 Meter, müssen wir machen. Ah ja, hier auf Valentine Detektei. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Hallo, ich suche Dixon. Ich meine Valentine. Seine Krawatten. Oh Nick. Was ist das? Alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Was? Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Okay. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Naja, nicht so ganz. Okay. Ich werde ihn finden, das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Dann wollen wir mal gucken. Ausgang? Jo? Ja. Wo müssen wir denn da hin? Habe ich das zufälligerweise schon entdeckt? Ja? Gut, ich klick's ja extra an. Vorher hätte ich das Gemach nochmal anlassen. Wartet mal, da ist es markiert. Wenn wir zur Combat Zone gehen, können wir dann dahin laufen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es gut ist, dass wir in der Combat Zone waren. Ich meine, das ist irgendwie so ein zentral gelegener Ort da unten. Von da aus kommt man überall gut hin, habe ich so das Gefühl. Zumindest was, sag mal schnell, was war das? Boston Zentrum? Kann das sein? Habe ich das gerade richtig in Erinnerung? Naja, zumindest was alles da um Swan seinen Teich da rumliegt. Da ist, das Combat Zone eine richtig gute Anlaufstelle. So einen Kampfroboter hätte ich gerne. Der würde uns jetzt gut helfen können. Aber gut, Curry macht auch ihren Dienst. 63 Meter, alles klar. Swans Teich. In der Kirche? Ne, hier in diesem Haus. Okay. Kommen wir hier rein? Hier ist ein Briefkasten. Oh. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Also Munition war schon mal was Gutes. Ah ja, Rattengift, na super. Baumwolle. Ja, mal gucken. Würde mich jetzt mal interessieren, kann man sich aus Baumwolle diese Plastic Reef herstellen? Ich glaube, da braucht man auch nochmal extra was für, ne? Na, werden wir gleich sehen. Oder nachher oder später, wie auch immer. Wenn ich dir das sage, ich wechsle auf den Erlöser. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Interessante Diskussion. Hey! Scheiße. Ich hätte ihn erschießen. Moment. Oh. Beweg dich! Ich gebe die Deckung und mehr als das! Könntest du jetzt
bitte die Freundlichkeit haben, danke Jerry, zu sterben. Ui, die halten ganz schön was aus. So, Maschinenpistole und ein bisschen bla bla. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Oh. Ich bin sowas von froh, dass ich auf Funk gehört habe damals und wirklich Schnorrer hochgelevelt habe, weil man bekommt ja wirklich übel viel Muni davon. Gut, jetzt lass uns erstmal da die Türsteuerung, das Terminal benutzen, mal gucken. Oh, da lag, glaube ich, jetzt eben auch noch Muni in dem Tisch, kann das sein? Fahrkarte kaufen. Hinweis, Terminal abgeschlossen. Okay. Also hier scheint es bloß um... Ja. Das ist hier bloß für die U-Bahn-Station, alles klar. Tatsache, noch ein paar 9mm Patronen, die können wir gut gebrauchen. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Alk. Hier ist nichts. Ah, da, Kronkorkenvorrat. Cola. Marken. Kochplatte nehme ich mal mit. Okay, weiter geht's. Ich hätte ja so gerne jetzt eine Panzerung mit Chamäleon. Das ist die Fähigkeit, sage ich jetzt mal, die meine Rüstung ganz gerne hätten haben soll. Dann ist man nämlich getarnt unterwegs. Das hätte ich sau, sau gerne, das gebe ich zu. Oh, da hinten ist, glaube ich, ja, da hinten läuft einer. Ich hätte doch, glaube ich, hier noch mein Scharfschützengewehr mit, ne? Ja. Ist nicht gerade leise, aber wie man sieht, effektiv. Au. Okay, das sind jetzt ganz schön viele. Hab einen. Scheiße. Komm her, du Penner. Ja, sonst noch ein Wunsch? Alter, hier flattern die Kugeln durch die Gegend, ey, das ist ja... Oh, ein legendärer Todesschütze. Ich will es mal ganz kurz gucken. Was ist das, wir nehmen jetzt mal die Knarre hier. Gut. Hätte ich gerade. Ist das ein Ghoul? Ich kämpfe hier tatsächlich gegen Ghoul, ich glaube es ja nicht. Ah, ist noch der legendäre. Oh, das war nicht so clever. Ich dachte, das war eine Granate. Shit. Stimmt ja, ich hatte letztes die Mollys ausgerüstet. Mein Fehler. Entschuldigung, bitte, Curry. Ist der Legendäre da? Komm schon, der Legendäre. Ah, er mutiert, sehr gut. Ja, das war der Kopf. Das war die Schulter, ist wahrscheinlich. Nochmal der Kopf. Und. Das war daneben. Jetzt haben wir ihn. Gut. Arme Curry, hau ich hier einfach so die Flasche vorm Kopf. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit
Untoten zu hantieren? Das stimmt wohl. Mal ganz kurz Licht anmachen hier in der Bude. Oh, wartet mal, ja mal. Achso, das ist ein Computer. Ich dachte schon Schränke. Mein Gott, sind die Körbe in diesem Universum leicht. Nee, es wird doch kein Mut. Doch, ich will gerade sagen. Es wird also doch ein. Ah, naja, wisst schon. Ein Ghoul, sag ich's. So, du Legendärer. In Nudelholz. Das 50% Wehrschaden gegen Roboter macht. Nudelholz. What? Okay, warum nicht? Maschinenpistole, bla bla bla. Ups. Ah, da liegt noch einer. Valkyrie. Geht die Tür hier auf? Ah, da ist eh nichts Interessantes drin. Kiste, die können wir aufmachen. Och, kommt schon. Jetzt auch. Das wär's. Ja, okay. War jetzt nicht die Offenbarung. Ah doch, da ist Munition drin. Okay. Geschafft. Skelett. Huch. Ah. Bin schon wieder meine Falle gegangen. Das war ja klar. So, wartet mal. Hier ist es. Oh, 38er Munition, das sehe ich gerne. 5 mm Munition. So, jetzt wollen wir das hier mal aufmachen. Ja, oder erstmal eine Klammer kaputt kriegen. Das ist ja auch heutzutage kein Problem mehr. Ja, auch eine zweite Klammer kaputt zu kriegen, ist heutzutage überhaupt kein Problem. Jetzt. Wie schön. Alle Wetter. Plasma, Kronkorken, coole Sache. Guter Safe. Okay. Haben wir das auch? Was haben wir hier? Ein Bleistift. Okay. Den nehmen wir mit. Hier ist nichts. Da ist nichts. Den habe ich schon. Den habe ich noch nicht. Gut, wo müssen wir lang? Hier runter? Huch. Hier lang müssen wir. Alter Finder, bei dem findet man ja ganz schön viel, ha? Huh? Hier liegt noch einer. Das ganze schmutzige Wasser könnte man mal kochen. Das machen wir den nächsten Mal. Was haben wir hier? Nischt. Ach, ich hasse es, wenn hier nischt ist. Snooker Cola Quantum, das nehmen wir mal mit. Sonst ist hier aber wirklich nischt. Oh, nächstes Abteil. Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ah, da. Okay. Ich hab heute wirklich den Tag des guten Zielens. Hier ist die bessere Deckung. Ja. Ja. Sehe ich ein?
Alter, das sehe ich doch jetzt aber nicht mehr ein hier. Jetzt stirbt doch endlich mal. Danke. Genauso wie du. Du kannst auch langsam verrecken. Gut. Au, au. Ich würde mal eher sagen, du hast dich mit der Falschen angelegt, mein Freund. Schön, wie du backst, du Man in Black. Armer sein Blech. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Nee, nicht jetzt, Curry. Hier, da haben wir noch einen. Gut, hoch. Ort 114, okay. Dann aktivieren wir das mal. Ein Volt. Den sollte man sich mal ansehen. Da ist bestimmt auch irgendwas Wichtiges drin. Also irgendwas Cooles. Aber was da drin ist, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.